Na, nachdem ihr das Video hier gesehen habt, klickt ihr auf den ersten Link in der Beschreibung. Nach eurem Klick werdet ihr mich wutentbrannt live auf Twitch beobachten können, wie ich vollständig bei Cuphead versage. Anschließend reacten wir auf Videos eurer Wahl und quatschen ein wenig. Kommt dran! Heute befassen wir uns mit dem Thema Bäume. Ja, es geht wirklich um Bäume, dank einem wunderschönen Artikel der Taz. Nach dem, nennen wir es mal ganz freundlich gesagt, etwas seltsam geratenen Artikel, den Hengame Yagubifara vom Stapel gelassen hat, wurde nämlich nachgelegt. Und ja, der Bogen wurde wieder weit gespannt. Vorab sei gesagt, dass es sich bei dem von mir in diesem Video behandelten Artikel anscheinend nicht um Satire handelt. Sofern ab der Realität auch sein mag. Die Taz hat nämlich eine eigene Rubrik, unter die sie Satire als solche kennzeichnen. Allgemein gilt allem Anschein nach eine Aneinanderreihung von Worten bei der Taz erst als Satire, nachdem der öffentliche Backlash zu groß wurde. Das ist wichtig vorab zu sagen, weil es schwer fallen könnte zu glauben, dass das dort Geschriebene ernst gemeint ist. Ist aber anscheinend leider so. Ihr könnt mir gerne eine Bewertung dalassen, je nachdem, ob es euch gefallen hat oder nicht. Falls es gut bei euch ankommt, kann ich mir gerne öfter solche Artikel rausnehmen. Wollen wir anfangen? Also ich ja eigentlich nicht, aber was macht man nicht alles für seine Community? Botanischer Sexismus. Hashtag all male trees are trash. Liebe Taz, 2 Sekunden hat's gedauert. 2. In vielen Städten stehen vor allem männliche Bäume. Kleiner Spoiler, das ist falsch. Das ist ein Problem. Nein. Besonders für Allergiker auch nein. Und alle, die etwas gegen Sexismus haben. Eher gesagt, ein Problem für Leute, die Sexismus in alles und jeden hineininterpretieren möchten, selbst wenn die Gründe dafür völlig an den Haaren herbeigezogen sind. Hauptsache, man kann drüber reden. Männlichkeit kann problematisch sein. Ja, vor allem, wenn man männlich ist und mit jemandem von deinem Schlag diskutieren möchte, liebe Autorin. So wirkt das zumindest. Ob man auf der Seite der faktischen Richtigkeit ist, ist ja erstmal völlig belanglos. Sollte man nämlich recht haben und männlich sein, ist man automatisch ein böser Mansplainer und deinen Argumenten wird direkt jegliche Legitimität entzogen. Toxisch. Dominanzverhalten. Ausschließende Machtstrukturen. Die Annahme, alles was nicht männlich ist, sollte sich unterordnen. Wenn jemand diese Annahme hat, empfehle ich spontane Zeitmaschine so ungefähr 150 Jahre zurück. Oder ein Flugticket in Richtung Vatikanstaat, in dem Frauen immer noch kein Wahlrecht haben. Besonders problematisch ist Männlichkeit, wenn sie kollektiv auftritt. Viele von uns Menschen haben das erkannt. Es ändert sich nur langsam etwas. Immerhin reden wir darüber. Vielleicht würde sich ja schneller etwas ändern, wenn man mal mit Logik an die Sache rangeht und nicht alles überinterpretiert, um daraus Konklusionen zu ziehen. Nur so ein Tipp von mir am Rande. Aber was ist mit Bäumen? Inzwischen wissen wir, die reden auch. Reden ist eigentlich das falsche Wort. Eher kommunizieren sie miteinander auf nonverbaler Ebene. Das geht über Duftbotschaften und Pilze, die wie eine Art Glasfasernetz den Boden durchziehen. Das ist eigentlich sogar richtig. Die Pilzmyzele verbinden weiter entfernte Wurzeln miteinander, damit über sie ein Informationsaustausch stattfinden kann. Ist in dem Fall aber irrelevant, weil es direkt um Straßenbäume geht, die höchstens über Bodenstoffe kommunizieren. Für große Wurzelgeflechte, geschweige denn Pilzmyzele, ist da halt überhaupt kein Platz da. Manche glauben, Bäume haben sogar ein Gedächtnis. Ein Baumexperte, der gute Experte, man kennt ihn mal wieder, sagte der Osnabrücker Zeitung, Bäume haben ihre eigenen Probleme. Sie können sie gemeinsam lösen. Ich sage, nein, bitte nicht. Bäume haben zumindest ein Problem, das wir auch haben. Und das heißt Sexismus. Botanischer Sexismus. Da ist er ja, der magische Fallschuss, der als Mittel zum Zweck dient, um Sexismus herbeizudichten. Bäume haben mit Sicherheit einige Probleme. Aber botanischer Sexismus ist garantiert keines davon. Trockenheit, Schädlingsbefall, zu enge Wurzeln im Stadtboden, Klimawandel, Schadstoffe aus der Luft vom Straßenverkehr, eine auf 60 Jahre verkürzte Lebenszeit in der Stadt. Ach, ist doch alles kein Problem. Aber die bösen, toxischen männlichen Bäume, wie soll man die denn ertragen? Reden Bäume darüber? Oder ist das, was sie da unten in der Erde abziehen, so eine Art Locker-Room-Talk? Also Botenstoffe, die Schädlinge abwehren und andere Bäume, über deren in der Nähe sein, in Kenntnis setzen, die gibt es. Aber dass in der Luft feministische Botenstoffe umherflattern, die vor der botanisch-patriarchalen Übernahme warnen wollen, ja, die gibt's glaube ich eher weniger. Und falls doch, bin ich wahrscheinlich dagegen allergisch. Soll ja jeder schreiben und denken, was er will, ne? Aber genauso kann ich auch meine Meinung dazu sagen. Sei auch mal dahingestellt, ne? Ich stelle mal eben schnell meine beiden Topfpflanzen auseinander, bevor die noch anfangen zu lästern, weil Shiro mal wieder in den Blumenpott gepinkelt hat. Oft ist es ja so, dass Diskurse aus den USA nach Deutschland überschwappen. So auch hier. Nicht nur Diskurse. Der US-amerikanische Gärtner Tom Ogren, netter Frame, schlechter Einstieg. Er ist Gärtner, also hatte er Ahnung von Bäumen, aber kleiner Tipp, fang lieber mit schwedischen Gärtnern an, ist glaubwürdiger, hat die theoretische Grundlage geschaffen und herausgefunden, wir Menschen sind schuld am Sexismus. Der Gärtner hat also herausgefunden, dass Sexismus ein von Menschen geschaffenes Problem ist. Also, Respekt. Soziologe ist er auch noch.
Also gut, dass wir den Gärtner haben, sonst hätten wir noch gedacht, dass Hauskatzen daran schuld sind. Auch am Botanischen. Und wir leiden darunter. Jetzt kommt der heiße Teil des Artikels. Ich werde wahrscheinlich längere Passagen vorlesen und diese dann in einem behandeln, weil das Folgende aufeinander aufbaut. Ob ich das wirklich so mache, das kann nur der Nero aus 2 Minuten Zukunft wissen. Vielleicht triggern ihn einzelne Sätze ja so, dass er sie doch kommentieren muss. Eines Tages ging Ogren im kalifornischen Sacramento spazieren. Bestimmt war gutes Wetter. Und Ogren, dessen Frau unter Asthma und schlimm Heuschnupfen leidet, schaute sich die Bäume an. Kommt nur mir das so vor, oder ist das echt eine unangenehme Satzbaugrätsche? Erschrocken bleibt er stehen. Glaubt man vielleicht? Vielleicht. Ist es das, was man Qualitätsjournalismus nennt? Und stellt fest, alles Männer. Das Endpatriarchat. Es existiert. Bei den Bäumen ist es nämlich so. Sie können männlich, weiblich oder beides sein. Das ist nicht nur richtig, sondern widerlegt sogar später aufgeführte Argumente der Autorin. Weibliche Blüten wandeln sich in Früchte um. Männliche sorgen für die Bestäubung. Ogren recherchierte. In den 1940er Jahren empfahl das US-Landwirtschaftsministerium, in Städten vor allem männliche Bäume zu pflanzen, weil die weniger Müll, also Samen und Früchte, machten. Einfacher für die Stadtreinigung. Vor allem nach den großen Ulmensterben Ende der 60er Jahre füllte man die Leerstellen mit männlichen Bäumen. Okay, aber wo sind die Quellen dafür? Ich bestreite das ja nicht, aber wo sind sie? Ich möchte das gegenchecken können. Dass 1960 viele Ulmen dran glauben mussten, ist völlig richtig. Aber wo hast du das mit den männlichen Bäumen her? Wo hast du alles andere her, liebe Victoria? Ich habe nämlich aus eigener Recherche dazu nichts gefunden. Ist halt blöd, wenn man so etwas in den Raum wirft und exakt null Quellen angibt. Das einzige, was ich finden konnte, war ein Artikel von Atlas Obscura, der so ziemlich das gleiche von sich gab. Ich will da jetzt nicht sagen, dass der abgekupfert ist, aber ist schon sehr ähnlich. Dafür zahlen Stadtbewohner Sternchen innen aber einen Preis. Männliche Bäume produzieren Unmengen an Pollen. Und es gibt zu wenige weibliche Bäume, die diese Pollen auffangen könnten. Da gibt es nämlich eine Art Magnetismus. Was? Warum auch genauer erklären? Sonst hätte ja noch etwas Wissenswertes bei dem Artikel hängen bleiben können, also bloß nicht. Botanischer Sexismus führt laut Ogren zu mehr Allergien. Es kann sein, dass in Sacramento, in der Stadt, in der Ogren unterwegs war, wirklich mehr männliche Bäume stehen. Nur haben meine Recherchen da so ein wenig was anderes ausgespuckt. Die häufigste Baumart in Sacramento sind Eichen. Und Eichen sind einhäusig getrennt geschlechtlich. Einhäusig heißt, die Bäume sind männlich und weiblich zugleich. Sie sind beides. Einhäusig getrennt geschlechtlich heißt, dass sie im Prinzip auch beide Geschlechter haben, die Blüten aber jeweils entweder männlich oder weiblich sind, weil das halt auf 2 verschiedene Organe aufgeteilt wurde. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass Eichen beides sind. Oh, wo ist denn da plötzlich das böse Baumpatriarchat hin? Ich habe ein wenig weiter recherchiert, wie es hier und in 3 weiteren US-Staaten aussieht. In Deutschland sind Quelle Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 24% der Straßenbäume Linden, 15% Ahorn und 9% Eichen. Schauen wir doch einfach mal, wie es um diese Bäume steht. Lindenpollenallergie. Unter den allergieauslösenden Pflanzen ist die Linde von eher geringer Bedeutung. Nur wenige Menschen leiden hierzulande an einer Lindenpollenallergie. Auch die Beschwerden halten sich meist in Grenzen, da die Linden vergleichsweise wenig Pollen verbreiten. Oh, was? Der mit Abstand größte Teil der Bäume hier ist nur von geringer Bedeutung für Allergiker? Es passt ja nicht damit zusammen. Gucken wir weiter. Ahornpollenallergie. Die Ahornpollenallergie ist eine eher seltene Form der Pollenallergie. Dennoch gibt es Menschen, die auf Ahornpollen allergisch reagieren. Bei einer Ahornpollenallergie können die Symptome auch durch Lebensmittel ausgelöst werden. Ja. Vielleicht wird's ja was bei den dritthäufigsten Stadtbäumen. Eichenpollenallergie. Die Eichenpollenallergie ist eher selten, aber für die Betroffenen nicht weniger belastend als andere Allergien. Könnte es sein, dass die meisten Allergieprobleme von den Waldbäumen kommen? Tja, wird wohl wieder Zeit zu roden. Ach übrigens, Eichen. Einhäusig, gemischt geschlechtlich, männlich und weiblich gleichzeitig. Ahorn. Einhäusig, männlich und weiblich gleichzeitig. Streifenahorn kann das Geschlecht sogar bis 3 Wochen vor der Blütezeit beliebig wechseln. Linden. Beide Geschlechter. Wo ist das Problem mit den männlichen Bäumen? Ich sehe es nicht. Gut, dass es nicht erwähnt wurde. Sonst wäre der Artikel ja von vornherein für die Tonne gewesen. Aber ich habe ja schon erwähnt, ich habe da noch so ein wenig weiter recherchiert. Anfangs habe ich mich noch durch Staaten durchgeklickt, um mir die Baumlandkarte anzuschauen. Da wurde mir dann irgendwann zu blöd. Sonst hätte ich dann noch 20 weitere Stunden gesessen und immer noch nichts geschafft. Im Endeffekt bin ich dann bei einem 14-seitigen PDF-Dokument von Arboriculture und Urban Forestry aus 2017 gestoßen, das gefühlt auch 20 Stunden Lesearbeit erfordert hat. Auf der 7. Seite habe ich dann endlich eine Einteilung gefunden. Welche Bäume in den Städten New Jersey, New York,
und Pennsylvania sind denn am häufigsten? Am häufigsten mit fast 15% ist der Spitzahorn. Einhäusig beide Geschlechter. Platz 2 belegt der Rotahorn mit knapp 11%. Einhäusig, manchmal männlich, manchmal weiblich. Aber Ahornallergie ist ja sowieso nicht so relevant, außer man haut sich Ahornsirup in den Schlund. 9% Sumpfeiche. Einhäusig. Mit 5% Oh, Zuckerahorn. Einhäusig. Es sieht ja ziemlich übel aus. Gibt es etwa doch keinen Patria-Baum? Und für so einen Blödsinn habe ich gerade viel zu viel Lebenszeit verschwendet. Weiter geht's. Außerdem sind männliche Bäume schlechter darin, Luft zu filtern. Aha, sagt das man zum Beispiel männlichen Ginkgo-Bäumen, die besonders resistent sind und selbst Hiroshima überstanden haben. Aber hey, stell doch mal ein paar weibliche, nicht ganz so resistente Ginkgo-Bäume auf. Ich bin mir sicher, die Stadtbewohner sind überglücklich mit dem furchtbaren Gestank der Früchte. Buttersäuregeruch ist doch ganz was Feines. Wer steht denn nicht darauf, die ganze Zeit eine Mischung aus Schweiß, Erbrochenem und Verwesung in der Nase zu haben? Ich kann mir ja gar nichts Besseres vorstellen. Schwere Entscheidung. Stellen wir also männliche Ginkgo-Bäume auf, die super viel aushalten, oder weibliche, die schnell kaputt gehen und bestiale stinkende Früchte durch die Gegend katapultieren? Übrigens, die stinken so, weil das ein Überbleibsel eines Abwehrmechanismus gegen Dinosaurier war. Die Dinger haben die damit in die Flucht geschlagen. Menschen finden das auch nicht so gut. Weiter im Artikel. Sie nehmen Schadstoffe auf, binden diese aber nicht in Früchten, sondern schicken sie mit ihrem Pollen wieder in die Luft. Toxisch halt. Danke für nichts. Ich will ja jetzt nicht unhöflich reingrätschen, aber dir ist wahrscheinlich nicht bewusst, dass die Bäume, die am meisten CO2 aufnehmen, Linden, Ahorn und Eichen sind. Und was haben wir hier nochmal gehört? Die sind alle sowohl männlich als auch weiblich? Ach, danke für nichts. Das ist jetzt, glaube ich, dann doch ein kleiner Satire-Part, weil, nee, das traue ich keinem Menschen zu. Keine Ahnung, wie weibliche Bäume das sehen. Man müsste mal zu ihnen fahren, in die Vorstädte und aufs Land und ein Ohr auf die Erde legen. Vielleicht sind da leise Stimmen, die rufen, wir brauchen eine Quote und all male trees are trash. Zum Glück können die Bäume nicht lesen, sonst gäbe es dann nämlich mächtig viel Gelächter. Ich weiß gar nicht, was ich anschließend noch zu diesem utopisch seltsamen Beitrag sagen soll. Schaut bei mir auf Twitch vorbei, wir hören uns nächste Woche.